Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Mashiach, unser Elohim, unser Retter, unser Heiler, unser allmächtiger Gott. Halleluja. Ich preise Joshua Mashiach, dass ich heute das Wort, sein Wort, weiter verkünden darf. Halleluja. Und ich möchte uns also alle heute ermutigen, mit dem Herrn weiterzugehen. Amen. So, wir sind also in unserer Sendung die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Mashiach, unser Herr und unser Elohim. Halleluja. Wer die Wahrheit erfährt, die Wahrheit wird ihn frei machen. Halleluja. So, wo fangen wir denn an? Keine Ankündigungen, ich möchte bloß das Wort direkt geben. Also gehen wir direkt in Psalm 27. Halleluja. Danke, Joshua Mashiach. Psalm 27, genau. Psalm 27 steht also Gemeinschaft mit Gott. Ich lese nur Vers 1 oder Vers 2. Ich lasse mich also einfach führen. Halleluja. So, hier steht Psalm 27 ab Vers 1. Von David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Von wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Halleluja. Die Bibel sagt hier also, dass Joshua Mashiach, dass unser Herr, Yahweh, weil, also im Alten Bund, also dieser Begriff, also der Herr hier, steht normalerweise also genau an dieser Stelle sein Name. Der Name des Herrn, das können wir auch, können wir überprüfen. Gehen wir in der BIM, also auf diese Internetseite, in Luther. Vielleicht können wir also Luther-Psalm, gehen wir also in die Psalmen. Psalm 27. Da steht also der Herr, aber wenn man also drauf klickt, ich mache das also größer. Halleluja. Halleluja. Da steht, ich muss also zurück. Psalm 27. Psalm 27, ein Psalm David. Der Herr ist mein Licht. Und der Herr und Herr hier, da steht Yahweh. Jehova. Also hier steht das Jehova, aber das ist Yahweh. Da steht also Yahweh. Yahweh ist mein Licht. Halleluja. Yahweh ist mein Licht. Also der allmächtige Elohim, der alles erschaffen hat, ist mein Licht. Also für die Leute, die nicht mal glauben, also dass Joshua Mashiach, Jesus Christus, auch Gott ist, das kann man also hier einfach beweisen. David nannte Yahweh sein Licht. Yahweh ist mein Licht. Und wenn wir also in die Bibel gehen, also in Johannes, ich glaube in Johannes Kapitel 12, ich nehme die BIM einfach, also Johannes Kapitel 12, Johannes Kapitel 12, da steht also in Johannes Kapitel 12, gehen wir also ganz unten, Vers 35, da steht, da sprach Joshua, ich mache das also größer, Halleluja, da sprach Joshua zu ihnen: Das Licht ist noch eine kleine Weile bei euch. Geht so lange ihr das Licht habt, damit die Dunkelheit euch nicht ergreife.
Denn wer in der Dunkelheit wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Und Vers 36, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Josua redete diese Dinge, dann ging er weg und versteckte sich vor ihnen. Also wir, Kinder des Herrn, werden auch Kinder des Lichts genannt. Halleluja. Halleluja. Ah, es gibt nur so einen Vers, wo Josua ganz klar sagt, also, dass er das Licht ist. Muss das dann so finden. Halleluja. Halleluja. Josua sagt also, er ist das Licht. Amen. Halleluja. Halleluja. Sogar in Johannes Kapitel 1, wo man also von das Wort, dieses Logos, Logos ist also das Wort, er ist dieses Licht. Josua ist das Licht. Yahweh ist das Licht und Josua ist das Licht. Also Yahweh ist Josua Mashiach. Halleluja. Aber die Bibel sagt hier also, dass wir Kinder, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Was heißt das? Also, dass wir Kinder des Lichts werdet. Für die Leute, die das Wort des Herrn angenommen haben, für die Leute, die Josua Mashiach angenommen haben, die werden Licht, die werden Kinder des Lichts. Deswegen hat also Josua in Matthäus Kapitel 5 gesagt, wir sind das Licht der Welt. Die Christen, die Leute, die Josua als Herr angenommen haben, haben dieses Licht, haben das Leben. Dieses Licht ist auch das Leben. Das lesen wir wieder in Johannes Kapitel 1. Halleluja. Steht also in Johannes Kapitel 1, also dass wir das Licht sind. Halleluja. Und hier steht das Licht in Kapitel 1, Vers 9. Das Licht war das Wahre, das jeden Menschen erleuchtet, als es in die Welt kam. Es geht um Josua Mashiach. Er ist also das Licht. Halleluja. Halleluja. Und dieses Licht ist das Leben des Menschen. Er war in der Welt und die Welt war durch ihn gemacht worden. Aber die Welt hat ihn nicht erkannt. Er ist zu seinen eigenen gekommen und seine eigenen haben ihn nicht aufgenommen. Allen jedoch, die ihn aufgenommen haben, die an seinen Namen glauben, hat er die Macht gegeben, Kinder Elohims zu werden. Also, die Josua angenommen haben, sind Kinder Elohims geworden. Die das Licht von Josua Mashiach angenommen haben, werden auch Kinder des Lichtes. Halleluja. Halleluja. Könnt ihr das also sehen? Dass wir Kinder des Lichts sind, Kinder von Josua Mashiach, Kinder und von unser Elohim geworden sind. Aber die Kinder des Lichtes. Was passiert überhaupt also mit, wenn die Bibel sagt, also, dass wir das Licht der Welt sind? Die Leute, die das Licht haben, die Leute, die das Leben von Josua Mashiach bekommen haben, was passiert also mit diesen Leuten? Halleluja! Josua sagt, er ist dieses Licht. Er ist dieses Licht, also schauen wir mal, also in Johannes, immer noch Johannes, in Johannes Kapitel 8, also Vers 12, Halleluja, Vers 12, da steht, und Josua redete wieder zu ihnen, indem er sprach, genau, das ist der Vers, was ich gesucht hatte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit leben,
sondern wir das Licht des Lebens haben. Halleluja. Joshua sagt, er ist das Licht der Welt. Und im Psalm 27 haben wir gelesen, David sagt, der Herr, Yahweh, ist mein Licht und mein Heil. Halleluja, Halleluja. Also wenn jemand, also Joshua Maschia, angenommen hat, das Licht dieser Welt angenommen hat, dann wird er ein Kind des Lichts werden. Und Kinder des Lichts, was passiert mit diesen Leuten? Die leuchten. Die leuchten. Halleluja. Die leuchten. Wir werden sogar Zeugnis vom Licht. Also wie die Bibel es sagt, also in Johannes Kapitel 1 über Johannes der Täufer. Der sagt, es steht also ganz klar, er war ein Zeuge dieses Licht. Er hat dieses Zeugnis gegeben über dieses Licht. Halleluja. Und wenn die Bibel sagt, dass wir das Licht der Welt sind, es ist einfach, weil wir dieses Licht, also von Joshua Mashiach, bekommen haben. Dieses Leben von Joshua Mashiach bekommen haben. Halleluja. Er sagt also im Psalm 60, also in Jesaja Kapitel 60, er sagt, steh auf und werde Licht. Aber was ist das Problem also heute? Viele von uns wissen ganz genau, dass sie dieses Licht bekommen haben. Viele wissen, dass Joshua Mashiach das Licht ist, aber leuchten überhaupt nicht. Wir leuchten nicht. Was machen wir? Wir verstecken dieses Licht. Wir verstecken dieses Licht. Es gibt also so viele Verse in der Bibel, also wo Joshua spricht, also eine Lampe, ein Licht, also man steckt das nicht also unter dem Bett. Was tut man also mit dem Licht? Man stellt das also auf einen Leuchter, damit das Haus komplett hell wird. Aber was passiert? Wir haben ein Problem, liebe Geschwister. Die Christen also heutzutage verstecken dieses Licht. Kinder des Lichts. Die müssen leuchten. Die müssen leuchten, also durch was? Durch ihre Werke. Und das ist auch, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt also, wir müssen durch unsere Werke leuchten. Halleluja. Halleluja. Ich suche mal also, ich glaube, das ist also in Lukas Kapitel. Warte mal, ich muss das also suchen. Halleluja. In Lukas Kapitel 8. Lukas Kapitel 8. Ich gehe mal rein. Lukas Kapitel 8. Oh, Joshua Mashiach. In Lukas Kapitel 8, ab Vers. Gleich nicht von Seemann. Nee. Lukas Kapitel 8. Ah, genau. Gleich nicht also von Lampen gestellt. Halleluja. Machen wir das so einfach und ein bisschen größer. Halleluja. Vers 16. Lukas Kapitel 8, Vers 16. Doch keine, der eine Lampe angezündet hat, bedeckt sie mit einem Gefäß oder stellt sie unter ein Bett, sondern er stellt sie auf einen Lampengestell, so dass die Hereinkommenden das Licht sehen. Halleluja. Die Leute, die reinkommen, die Leute, die uns also begegnen, die Leute, die Christen, die Kinder des Lichten begegnen, treffen, kommen, die müssen einfach sehen, dass wir leuchten, dass wir das Leben von Joshua Mashiach strahlen. Halleluja. Weil Joshua sagt also weiter in Vers 17, denn es ist nicht geheim, was nicht offen
verkündigt werden wird oder versteckt, was nicht bekannt werden und ans Licht kommen soll. Seht also, Vers 18, seht also zu, wie ihr hört, denn jedem, der hat, wird gegeben werden, und von jedem, der nicht hat, wird selbst das, was er zu haben denkt, genommen werden. Liebe Geschwister, wir haben das Licht. Wieso verstecken wir dieses Licht? Wieso wollen wir nicht also ausstrahlen? Wieso wollen wir das Leben von Yeshua Mashiach verstecken, bedecken mit durch die Sünde? Die Sünde macht dieses Licht einfach aus. Heuchelei. Die Sünde macht also das Licht aus. Und Yeshua sagt, dass wir die Sünde ablegen müssen. Yeshua sagt also, dass wir zu ihm kehren müssen. Wenn du merkst, wenn du siehst, mein Bruder, meine Schwester, dass dieses Licht einfach, wie sagt man das, also dieses Feuer, was du bekommen hattest, also als du ein Christ, als du Christ geworden bist, du hast es also diese Eifer, du merkst also, dass das Eifer, das geht einfach, es wird immer kleiner, dieses Feuer wird immer kleiner. Das Licht wird plötzlich, also es wird plötzlich dunkel. Steh auf, mein Bruder. Steh auf, meine Schwester. Lass nicht, dass das Dunkelheit da so über dich also irgendwie herrscht. Lass nicht, dass das Böse in dir wächst. Lass nicht, dass die Sünde einfach so wächst. Lauf, schrei zu Yeshua Mashiach. Tut alles, was möglich ist, aufzustehen. Oh, letzten Mal also waren wir also mit den Geschwistern, wir hatten Gebetstreffen, und der Herr hatte uns also von der Weckung gesprochen, also Weckung gezeigt. Er zeigte uns also in eine Vision jemand, der einfach auf eine, wie sagt man das, also der ist, die Person ist direkt, lag also auf einem Grab und ist dort gegangen und ist dort also eingeschlafen. Aber wieso? Du gehörst nicht also zu dir. Wie kannst du dort also schlafen? Wie kannst du genau in diesem Ort also schlafen? Diese Person ist einfach dort gegangen und ist eingeschlafen auf einem Grab. Er war nicht tot. Warum bleibst du unter den Toten? Warum? Oh, Yeshua Mashiach. Liebe Geschwister, es geht also für uns alle. Für uns alle. Wir müssen aufstehen. Wir müssen aufstehen. Halleluja. Also hier in Epheser Kapitel 5, Vers, lesen wir ab Vers 6. Niemand verführe euch mit sinnlosen Worten, denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn des Elohims über die Söhne der Sturheit. Seid also nicht ihre Teilhaber, denn früher wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Halleluja. Wir müssen also als Kinder des Lichts leben. Liebe Geschwister. Das ist also, was das Wort sagt. Kinder des Lichts. Also, du kannst nicht mehr leben wie früher. Du kannst nicht mehr tun, also, als ob du nicht mal also von Yeshua betroffen wurdest. Du kannst nicht also alles gucken, alles schauen, reden wie die Welt, also tun alles, was die Welt tut. Nein, du schaffst es nicht. Du bist also ein Kind des Lichts. Das Licht ist gekommen. Halleluja. Und Yeshua zeigte uns, dass jemand auf ein Grab einfach in einem Ort, also da wo es viele Toten gibt, und dort ist er eingeschlafen.
Und deswegen sagt also die Bibel in Epheser Kapitel 5, also Vers 14, da steht, deshalb spricht er, wach auf, der schläft, und steh auf aus den Toten. Und der Maschia wird dir leuchten. Halleluja. Steh auf, mein Bruder. Steh auf, meine Schwester. Lass nicht die Sünde. Okay, du bist in der Sünde gefallen. Aber renn schnell zum Herrn und sag, Herr, bitte vergib mir für meine Sünde. Bitte, Herr, ich will wieder leuchten. Bleib doch nicht unter den Toten. Du gehörst nicht also zu den Toten. Das ist nicht deinem Ort. Das ist nicht mal also da, wo du schlafen sollst. Nein, du gehörst nicht. Das ist nicht deinem Ort. Du bist also ein Kind des Lichts. Steh auf. Raus aus diesem Ort, da wo Toten, wo Toten gibt. Weil du lebendig bist. Du hast das Leben des Herrn. Steh auf und renn schnell zu unser Maschia, weil unser Maschia wird uns leuchten. Das steht hier geschrieben. Wach auf! Der schläft und steht auf aus den Toten. Und der Maschia wird dir leuchten, weil das ist und weil das genau unser Berufen ist, zu leuchten, weil wir Kinder des Lichts sind. Wir sind Kinder des Lichts. Das Licht muss leuchten in unserer Familie, in unsere Häuser, in unsere Umgebung, überall wohin wir gehen. Wir sind das Licht. Wir dürfen dieses Licht nicht zudecken. Halleluja. Halleluja. Einfach die Werke des Herrn tun. Einfach nach dem Wort des Herrn leben. Einfach das Wort des Herrn einnehmen. In seine Gegenwart bleiben. Weil wenn wir dort in seiner Gegenwart sind, bekommen wir die Kraft, weiter mit ihm zu gehen. Und nicht da, wo Toten leben. Und nicht da, wo es Toten gibt. Das ist nicht also unser. Wir können doch nicht also dort schlafen. Ach, Joshua Maschia. Also mein Bruder, meine Schwester. Steh auf. Das Licht ist gekommen. Halleluja. Das Licht ist gekommen. Wir können das also in Jesaja Kapitel, Kapitel 60. Halleluja. Oh Herr, wir preisen deinen Namen. Wir preisen deinen Namen. Kapitel 60, da steht, mache dich auf, also ab Vers 1, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Halleluja. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. In der Welt, da wo wir leben, die Dunkelheit bedeckt alles. Finsternis bedeckt die ganze Erde. Viele Menschen leben in der Sünde. Die Sünde wächst und wächst und wächst und wächst, aber Joshua sagt in sein Wort, egal was passiert, egal wie die Welt geworden ist, steh auf und werde Licht, weil das unsere Berufung ist. Wir sind berufen zu leuchten. Wir sind berufen, dieses Wort weiter zu predigen. Wir sind berufen, dieses Wort weiter zu geben. Wir sind berufen, das Wort zu leben. Wir sind berufen, mit Joshua Maschia zu sein. Wenn du schwach bist, betet und die Kraft wird kommen. Wenn du schwach bist, geh in seine Gegenwart. Lass nicht die Dunkelheit so einfach zunehmen. Die Dunkelheit ist schon da, aber wir müssen aufstehen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Halleluja. Halleluja. Ich wollte uns also alle ermutigen, weiter mit dem Herrn zu gehen. Egal, was in unser Leben passiert, wir haben viele Schwierigkeiten. Um uns also gibt es so viel Finsternis. Um uns gibt es so viele Schwierigkeiten, Probleme in der Arbeit, in der Familie, egal wie. Aber das Licht muss weiter.
weiter strahlen, leuchten. Wir müssen weiter leuchten, wenn wir in seiner Gegenwart bleiben. Halleluja. Ich danke meinem Herrn Joshua Mashiach für alles, was er tut. Danke, Herr, für dein Wort. Danke für die Geschwister, die einfach das also annehmen werden und aufstehen werden. Im Namen Joshua Mashiach. Wir sagen zurück zum Wort, zurück zu Joshua Mashiach. Amen.